Hallo zusammen. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, und zwar gestern noch im Google Play Store und heute schon bei der PC Games Hardware. Das ist das Nexus 10. Das ist das neue High-End-Tablet von Google mit Android 4.2, also der aktuellen Android-Version, die derzeit erhältlich ist, und glücklicherweise unverfälscht, ohne irgendwelche Hersteller-Add-ons wie bei HTC Sense zum Beispiel oder bei Samsung TouchWiz. Was den alten Android-Hasen beim Startbildschirm vermutlich sofort auffallen wird, ist Folgendes. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen mit dem Tablet rumgespielt und wir haben zwei Benutzerkonten schon hier eingerichtet. Das ist neu bei Android 4.2, dass man jetzt endlich Benutzerkonten anlegen kann. Man kann die individuell mit einem Passwort sperren. Ich weiß allerdings noch nicht, inwieweit man jetzt auf die Daten der anderen Benutzer zugreifen kann, ob das wirklich eine Geschichte ist wie bei Windows, dass die Konten komplett zu sind oder ob es nur um grundsätzliche Informationen geht. Da werden wir später bestimmt noch einen Praxisartikel zu Android 4.2 speziell machen. Aber heute geht es um das Galaxy 10 von Google. Das Besondere an diesem Gerät ist ein 10 Zoll Bildschirm, der von der Auflösung her überhalb vom iPad liegt. Wir haben eine Auflösung von 2560 mal 1600 Bildpunkten. Und die Pixeldichte liegt bei rund 300 ppi. Das heißt also, genau wie beim Apple iPad mit Retina-Display, sind Schriften und Grafiken so hoch aufgelöst, dass man die Kanten quasi mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen kann. Das führt dazu, dass Schriften auch bei geringer Vergrößerung wesentlich besser lesbar sind und allgemein die Qualität der Grafik deutlich höher erscheint. Hängt natürlich auch von dem App, von dem Spiel, von der Anwendung ab, wie solche Sachen umgesetzt werden. Aber grundsätzlich haben wir endlich mal ein High-End-Display in einem Android-Gerät, was durchaus auch mit den Apple-Produkten mithalten kann. Jetzt probiere ich euch mal ein bisschen was zu einem Tablet in der Praxis zu zeigen. Als Passwort habe ich PCGH genommen. Ist natürlich nicht das sicherste Passwort der Welt. Man sieht natürlich im Endeffekt die normale Android-Oberfläche. Was mir aber in den ersten paar Stunden mit dem Nexus 10 aufgefallen ist, dass es wirklich super flüssig läuft. Also egal, ob ich jetzt im Hintergrund schon fünf oder sechs Apps, Spiele und so weiter aufhabe, die jetzt im Speicher noch irgendwo hinten drin sind, super flüssig, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Was an sich verwundert, weil da ein Dual-Core-Prozessor drin steckt. Allerdings ist das ein Dual-Core-Prozessor der aktuellen Generation. Heißt, das ist ein Exynos-Chip von Samsung und als Kern oder als Kerne kommen Cortex A15 zum Einsatz. Das sind ganz neue Kerne, die jetzt auf den Markt kommen. Ich glaube, die einzigen Produkte derzeit erhältlich sind das Chromebook von Google und eben das Nexus 10. Der Chip wird im 32-Nanometer-Verfahren gefertigt, soll effizienter als die derzeitigen High-End-Chips sein, die in den aktuellen Smartphones wie dem Nexus 4 zum Beispiel arbeiten und soll auch schneller sein. Wird sich vermutlich erst rauskristallisieren, wenn wirklich Applikationen speziell darauf angepasst sind, auf den neuen Chip. Aber der erste Eindruck, echt, nichts dran auszusetzen, sieht super aus. Vielleicht kann ich euch auch sogar mal eine Spielszene zeigen. Was hatte ich denn gerade noch? Der Trigger. Alle unter 18 jetzt bitte wegschauen. ist halt ein Zombie-Spiel. Ach ja, ihr hört es wahrscheinlich gerade, der Sound kickt rein. Bässe sind relativ gut. Zwei Lautsprecher, rechts und links. Ich habe auch noch irgendwie ein paar Songs eben gehört und Tablet-Sound ist eigentlich immer scheiße. Gibt's nichts dran zu rütteln. Ihr habt kein Volumen, wo Bässe herkommen können und Lautsprecher sind so klein, da kann man eigentlich nichts Gutes rausholen. Aber für Tablet-Verhältnisse ist der Sound bei dem Gerät echt nicht schlecht. Schaue ich mal, ob ich spontan irgendwie. Ladezeiten scheinen mir auch relativ gering. Ihr seht, das Spiel ist sofort da. Das kenne ich von anderen Tablets schon irgendwie ein bisschen länger. Da kommen jetzt nette Gestalten auf mich zu, aber aus Gründen der Videofreigabe lasse ich die mal einfach da rumlaufen. Oh, jetzt gehen wir mal raus. Hat man nicht mehr gesehen, oder? Okay, wenn ihr das Ding kauft und zum ersten Mal einrichtet, die Passwortverwaltung ist nicht wirklich intuitiv. Da müsst ihr ein bisschen in den Settings rumgraben, aber
wie bei Android grundsätzlich, geht alles über die Einstellung. Dann findet ihr auch schon den Nutzer und müsst allerdings nicht in der Nutzerverwaltung, sondern unter Sicherheit die Passwörter für die Displaysperre festlegen. Der jeweils angemeldete Benutzer kann mit einer Displaysperre versehen werden. Ist ein bisschen umständlich. Es gibt, so wie ich es zumindest jetzt, bis jetzt rausgefunden habe, keine zentrale Nutzerverwaltung über ein Admin-Konto. Aber da wird Google bestimmt auch in nächster Zeit ein bisschen nachlegen, was die Usability angeht. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, Display ist super. Gibt es nichts dran auszusetzen. Im direkten Vergleich mit einem super kalibrierten iPad fällt auf, dass die Farben vielleicht nicht ganz so knackig sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit das Ding hier den ganzen sRGB-Farbraum abdeckt. Das müssten wir auch noch testen. Wie gesagt, haben wir noch nicht lange in der Redaktion. Erster Eindruck vom Display ist super. High-End auf jeden Fall. Ich denke mal, das iPad wird in manchen Disziplinen vom Display her ein bisschen besser sein. In manchen Disziplinen wird das Nexus 10 ein bisschen besser sein. Aber unterm Strich spielen beide in der Oberliga. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Prozessor-Power, Spiele laufen einwandfrei. Gibt es gar nichts dran auszusetzen. Android 4.2 in der aktuellen Version läuft super flüssig. Ich mache gleich nochmal eine Webseite auf, damit wir uns das auch nochmal anschauen können. Aber jetzt noch kurz zu dem Gerät an sich. Gewicht ungefähr 600 Gramm. Wenn man drauf schaut mit den Reflexionen, sieht es aus, als wenn es eine langweilige Plastikoberfläche, Kunststoffoberfläche hinten wäre. Dem ist nicht so. Wie auch immer die das gemacht haben, klar ist es Kunststoff, aber das Ding fühlt sich extrem gummiartig an, ohne jetzt, dass es die ganze Zeit an der Hand kleben bleibt. Und in Verbindung mit den ganzen abgerundeten Kanten, die zwar auch aus Kunststoff sind, aber so ein metallisches Feedback geben, wie zum Beispiel beim Transformer von Asus, ist übrigens von Samsung gebaut, wie beim Transformer von Asus, ergibt das schon eine relativ hohe Wertigkeit, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick hatte ich hier oben, glaube ich, bei der Plastikabdeckung, habt ihr das vielleicht gerade knacken hören, habe ich hier zum Beispiel eine Stelle, wo das anscheinend nicht ganz eingerastet ist, und sich ganz leicht bewegt. Wahrscheinlich haben wir mit dem Testmuster Pech gehabt. Aber das finde ich schade, dass da so ein kleiner Verarbeitungsfehler drin ist. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Kamera haben wir hinten. Eine 5-Megapixel-Kamera, die, Bilder macht. Wäre jetzt gedacht. Und auch Videos, 1080p. Die Qualität ist gemischt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Tablet liegt oder eben auch an der Software-Implementierung. Da müssen auch noch mehr Tests her. Da muss rausgefunden werden, welcher Sensor drin ist. Für Schnappschüsse reicht es. Aber ich kenne eigentlich relativ wenig Leute, die sich ständig so auf die Straße stellen und Bilder machen. Das sieht einfach dermaßen bescheuert aus. Smartphone macht da einfach mehr Spaß. Aber zur Not geht das Ding auch. Vorne haben wir eine 1,2 oder 1,3, ich kann mir das nie merken, Megapixel-Kamera für Videotelefonie. Die geht übelst in die Knie, wenn die Lichtverhältnisse nicht mehr passen. Gilt aber auch fast für alle Modelle in dieser Liga. Ansonsten, was gibt es zu berichten? USB-Anschluss, Klinkenstecker für Kopfhörer, Power, Lautstärke-Wippe. Das ist ja mal interessant. Lautstärke-Wippe ausnahmsweise mal oben an dem Gerät. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den meisten Tablets aktuell ist. Ich meine, die wären am Rande irgendwie positioniert, aber ist ja auch wurscht. Aber nice to know. So, was haben wir vergessen? Scheint ein HDMI-Mini-Anschluss zu sein. Hier unten haben wir noch ein paar Anschlüsse wahrscheinlich für einen Dock mit Ladestation. Ob ja jetzt Daten durchgeschickt werden, weiß ich nicht. Vermutlich. Das wäre es zur Verarbeitung und zum Tablet an sich. Was ich euch jetzt nochmal speziell zeigen will, ist auch eine andere Android-Geschichte, die ich ziemlich cool finde. Kamera. So. Die Kamera. Seht ihr unser schönes Sofa? Einhändige Bedienung bei einem 10 Zoll Tablet 1A klappt immer super. Egal wo ihr hintippt,
und den Finger auf den Bildschirm haltet, da hinten ist der Auslöser, den sieht man ja, kommt eine Ringstruktur, wo man quasi aus diesem Ring hinaus verschiedene Settings für die Kamera machen kann. Ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von dem Nexus 10 oder von dem Samsung-Tablet, das ist halt die neue Android-Version. Ich finde es cool gelöst. Ich rätsel gerade noch, wie ich auf die geschossenen Bilder zurückkomme. Zurücktasten, die übrigens hier unten sind. Die werden immer eingeblendet, die Tasten. Home oder zurück. Zurücktasten gibt es nicht. Ein kleines Bild für die getätigten Bilder gibt es auch nicht, ein Vorschaubild. Werde ich bestimmt gleich noch rausfinden. Ansonsten verabschiede ich mich mit ja, Kosten. Das Gerät gab es gestern in Deutschland für 400 € mit 16 GB Speicher, 500 € mit 32 GB Speicher, allerdings nur WLAN-only. Die UMTS 3G-Version wird in nächster Zeit vermutlich auf den Markt kommen. Derzeit sind die Lagerbestände leergeräumt. Google gibt derzeit keine Info raus, wann neue kommen. Ist auf jeden Fall eine echte Alternative zum iPad, wenn man ein halboffenes Betriebssystem wie Android nutzen will. Technisch weiß ich jetzt nichts dran auszusetzen. Und was ich euch noch demonstrieren wollte, war, und auch damit verabschieden, ein paar Takte Musik, um kurz die Lautsprecher mal eben auszureizen. Ich hoffe, unser WLAN hält das durch.